Das ist eine gute Frage. Kunsträume sind Räume, die polarisieren. Man spürt es häufig schon, wenn man sich dem Raum nähert und ihn dann betritt. Bevor wir zum ersten Mal hier waren, waren wir gespannt, was uns hier erwarten würde. Also für uns beide war das wie eine Zeitreise in die Vergangenheit, also in die jüngere Geschichte, in den Kalten Krieg, in die Nachkriegsgeschichte, in die Geschichte der vielen Zeitzeugen und damit nicht zuletzt in unsere eigene Geschichte. Denn wir sind die Kinder, die am Amizaun aufgewachsen sind, die dort gespielt haben. Die Ambivalenz des Ortes wird greifbar, wenn wir als Erwachsene heute mitten in dieser Erinnerung von damals, in den 80er Jahren, hier auf der Area One stehen. Wir sind aufgewachsen in den letzten beiden Jahrzehnten des Kalten Krieges. Die Ambivalenz des amerikanisch-deutschen Verhältnisses war uns immer vor Augen. Auf der einen Seite wurden viele Amerikaner Teil unserer Familien und doch waren die amerikanischen Stützpunkte, die Waffendepots auf der anderen Seite abgeschottet und für uns Normalbürger uneinsehbar. Wir wuchsen auf im Vertrauen auf die Amerikaner als Schutzmacht. Für uns als Kinder und Jugendliche war es normal, bewaffnete Soldaten hinter dem Zaun amerikanischer Anlagen zu sehen, mit dem Maschinengewehr im Anschlag. Hier in der Area One, das alles Jahrzehnte später offen und zugänglich zu sehen und den wahren Geist vieler Anlagen als Erwachsene zu erfassen, das ist für uns als Menschen und insbesondere als Künstler etwas ganz Besonderes. Schon das Befahren des Parkplatzes im Eingangsbereich dieses riesigen Gebietes ließ kindliche Erinnerungen, alte Schatten und auch ganz hinten im Kopf Ängste wieder aufsteigen. In unserem Kopf entstand also, schon bevor wir das Wachgebäude sahen, die Polarität der Sache, die das Spannungsfeld schafft, in dem die Kunst entstehen kann. Die Kunst ist für uns also ein Katalysator, der hilft, Erinnerungen zu verarbeiten und zu konservieren. Wo könnte man das besser als an einem solchen Ort wie der Area One, die einst feindlich und freundlich zugleich und heute ein Mahnmal für den Frieden ist? Das Licht fasziniert die Menschen seit Urzeiten und dieser Bann ist noch lange nicht vorbei. Als Fotografen sind wir immer auf der Suche nach dem richtigen Licht, in das wir unsere Motive setzen können. Und dann eines Abends im Winter, da fanden wir das Licht in der Dunkelheit der Nacht. Gerade die Umkehr der Tagfotografie in die Nachtfotografie fasziniert uns seither. Unser Interesse an Licht in der Dunkelheit stieg, nachdem wir mit Langzeitbelichtung experimentiert hatten. Die Leidenschaft für die Lichtmalerei war geboren. Wir waren am Ursprung der Fotografie angelangt. Und es öffnete sich uns ein Universum gefüllt mit unbegrenzten Möglichkeiten. Die Lichtmalerei ist der Ursprung der Fotografie. Es geht darum, Spuren mit einer Langzeitbelichtung in das Dunkel zu werfen, aus denen fantastische Figuren werden. Wir haben ganz einfache Lichtquellen und stellt man die Kamera auf eine Langzeitbelichtung ein, dann entstehen eine Vielzahl von Effekten. Eine Langzeitbelichtung kann dabei bis zu 60 Minuten andauern. Im Rahmen der Lichtmalerei arbeiten wir neben speziellen Lichtformern auch mit Kaleidoskopen und, wenn es die Umgebungsgegebenheiten zulassen, mit zusätzlichen pyrotechnischen Effekten. Das Besondere an unserem Verständnis der Lichtmalerei ist, dass wir unsere Fotos nicht mit Bearbeitungsprogrammen verfeinern. Die größte Herausforderung bei der Gestaltung der Fotos besteht einerseits darin, eine Ausgewogenheit zwischen Licht und Schatten herzustellen und andererseits die Besonderheiten der jeweiligen Örtlichkeit mit in das Bild mit einzubeziehen.